Große Gemahlinnen werfen ihre Gatten voraus. Kennst du schon das Neueste? Nee, was ist denn das? Das ist ein Anti-Lärm-Spray. Damit schaffst du dir für Stunden absolute Ruhe. Das ist doch Unsinn. Wetten? Lass mal eine Platte laufen. Das wäre ja eine Bombensache. Gerade bei den heutigen Schlagern. Und überhaupt dieser Lärm. So, jetzt pass mal auf. So eine feine Sache, was? Phänomenal. Da hat doch eben einer was gesagt. Ja, du. Und diese schreckliche Platte höre ich auch schon wieder. Das verstehe ich nicht. Hier steht's doch. Phonoklax beseitigt Lärm, Krach und Schlager. Und was hast du da? Phonoklick. Was ist denn das? Das Gegenmittel von der Schallplattenindustrie. Bim, Klim, Bim. Wer zum Teufel hat das Sternzeichen gegeben? Wir alle. Natürlich. Julius Cäsar mischt sich mal wieder in alles ein. Schließlich ist Klim, Bim eine römische Erfindung. Panem et circenses, Brot und Spiele. Bei Klim, Bim nehmen Sie kein Brot, da nehmen Sie Torten. Den Deutschen geht es eben wirtschaftlich wesentlich besser als den Römern. Das Fernschreiben ist von Helmut Schmidt unterzeichnet. Wer ist das? Der Regent unserer deutschen Provinzen, Salome. Ein kluger Schachzug von Schmidt, Klim, Bim gerade jetzt wieder zu starten. Aber ohne mich zu fragen, das ist unglaublich. Sie irren, Napoleon. Beim letzten Treffen der Regierungschefs in Brüssel hat er diesen Schritt angekündigt. Ich habe dem Plan zugestimmt. Sie übrigens auch, Bonaparte. Im Prinzip ja. Im Prinzip! Aber im Detail hätte ich niemals zugestimmt, ausgerechnet heute Abend zu senden. Niemals! Morgen, ja, aber nicht heute. Das wird diplomatische Verwicklungen geben. Aber Napoleon, warum diese Aufregung? Was ist der Unterschied, ob Klim Bim heute oder morgen gesendet wird? Ein großer Unterschied. Morgen kann ich fernsehen, aber heute ist mein Fernseher kaputt. This is Houston. Raumschiff Klim Bim, bitte melden. Over. Klim Bim, come in, please. Gib mir mal die Eierpillen rüber, mein Kind. So. Verdammte Scheiße. Diese Weltraum-Eierpillen sind ja noch härter als die richtigen Eier zu Hause. Da pfeife ich doch auf die ganze Weltraumfahrerei. Ich will auch wieder nach Hause. Da hat uns dein Döskopf von Mann was Schönes eingebrockt, mit seiner Idee in den Raum vorzustoßen. Wo steckt denn überhaupt der olle Trottel? Der macht gerade seinen Weltraumspaziergang, wie jeden Morgen um diese Zeit, das weißt du doch. Oh, Josef! Nein, sowas. Immer wenn wir frühstücken, muss der aufs Klo. Das olle Ferkel. Kein Wunder, dass unten auf der Erde immer schlechtes Wetter ist. Ja, wie lange reicht mir bitte etwas Schinkenpaste à la Apollo? Nein, nicht den gekochten, den rohen. Vielen Dank. Wenn wir wenigstens mal Besuch bekämen, so wie damals die Amis von den Russen, dann gibt's vielleicht mal eine anständige Schlägerei, aber so ist das ja höllisch langweilig. Gabi Klim Bim? Ui. Ja. Wiedersehen. Der WDR hat angerufen. Der WDR? Haben die denn auch Geld für so weite Gespräche? Was wollen die denn? Wir sollen sofort runterkommen. Es geht wieder weiter.
Das Vaterland ruft, ich bin dabei. Es geht weiter, es geht weiter. Sack. Und wohin? Direkt der Mang auf die Venus. Das sieht dem Hurenburg wieder mal ähnlich. Und er hat die ganzen Pläne für die weiche Landung in der Tasche. Was hat er? Ja, aber dann kommen wir ja gar nicht mehr runter. Fair gelacht. Ich habe in 8 Armeen gedient und habe sie alle runterbekommen. Alles hört auf mein Kommando. Und der arme Papi, kommt er auch runter? Er fliege in Frieden. Das All ist sein Grab. Wer hat das schon? Oh, und ich habe überhaupt nichts Schwarzes dabei. Macht nichts, wir singen ihm eins zum Abschied. Goodbye, Papa, goodbye. Wir wünschen dir viel Glück. Vom All gibt's keine Wiederkehr. Du kommst nie mehr zurück. Wie kommen wir denn jetzt bloß runter ins Studio ohne weiche Landung? Dann landen wir eben hart. Aber dann geht doch der ganze WDR zum Teufel. Da gehört er auch hin. So, jetzt legen wir erstmal die Fallschirme an. Wie funktioniert das Ding denn überhaupt? Hier steht's doch auf der Gebrauchsanweisung. Nur bei 30 Grad waschen, nicht schleudern, nicht bügeln. So, jetzt weißt du's. Vielleicht lande ich im Bett eines Ölscheichs direkt neben seiner Pipeline. Dann verschleier dich aber lieber vorher. Nun springt schon. Los, Gabi, zeig mal, dass du ein richtiger Mann bist. Mein Kind, mein armes Kind, warte, ich komme mit dir. Wie heißt es so schön bei der Luftwaffe? Runter kommen sie immer. Passt auf, dass ihr nicht in der Atmosphäre verglüht! Gabriele! Oh, ist es nicht schön? Mensch, das ist ja ein Knaller! Opa, Mama! Opa, beeil dich! Opa! Fantastisch! Fantastisch! Wenn nur dieser verdammte scheiß Gegenwind mich wehrt! Hilfe! Wir kommen! Gegangen, was? Und kein Mensch hier zum Empfang. Der Mann kommt hoch, die Frau kommt nieder. Hurra, die Erde hat uns wieder. Wie kommen wir jetzt nach Köln ins Studio? Ganz einfach, in diesem Lande kann man im Moment nicht nach links und nicht nach rechts. Also gehen wir ab durch die Mitte. Werd bloß nicht politisch auf deine alten Tage. Niemals. Der Soldat gehört in die Schlacht und nicht ins Parlament. Alte Feldwebelweisheit. Schaut mal da. Achtung, Klimbim, noch 40 Sekunden bis zur Sendung. Ja. Noch 30 Sekunden. Das sind ja unsere Lieben, die Kameras, die Scheinwerfer und die Mikrofone. Mensch, Mann und Pferde und Wagen. Verdammte Scheiße, dann war es also doch kein Gerücht. Den Bim geht tatsächlich wieder los. Wer hätte das gedacht nach einem Jahr Pause? Und das verdanken wir alles unseren lieben Klimbim-Freunden in der ganzen Welt. Ja, bloß nicht sentimental, du alte Heulbohne. Denkt lieber an die schweren Schlachten, die jetzt vor uns liegen. 6 Folgen von Klimbim. Dagegen war die Hölle von Waterloo der reinste Spaziergang. Also was ist? Geht das endlich los? Ach. Jawohl, auf in den Kampf! Wie damals in den Ardennen! Musik! Letztes Jahr, da machten wir schon Schluss und wir dachten schon, dass es enden muss. Doch für euch war es ein Hochgenuss, also geht es weiter mit dem Bim. Wir sind froh, dass es euch gut gefällt. Nochmal ziehen wir durch die ganze Welt. Kommt schon rein in unser Zirkuszelt zu der blöden Sendung von Tim Bim. In der heutigen Sendung wirken mit Ingrid Steger, Elisabeth Volkmann, der Helmut Heuger,
Küssen. Der Wicher von Noel. Herr Augustinski. Diesmal schön, Herr. Und Heinrich. Wir sind schon bald so weit und bemühen uns, bis wir glücklich sein, wie es war. In der Vergangenheit geht es heute weiter mit dem Bim. Geht es heute weiter mit dem Bim. Mit Bim, mit Bim, mit Bim. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. So haben wir Sie jedes Mal in den vergangenen Jahren begrüßt. Und als wir am 3. Juni des vorigen Jahres in der 12. Klimbim-Sendung das letzte Mal Guten Abend zu Ihnen sagten, da hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir heute wieder vor Ihnen stehen und wieder Guten Abend sagen werden. Und das verdanken wir Ihnen, meine Damen und Herren, denn ohne Sie, liebes Publikum, wären wir heute Abend nicht hier. Mit anderen Worten, das deutsche Fernsehen musste uns einfach wieder bringen, denn Sie, liebe Klimbim-Freunde, haben mit Ihren Tausenden von Briefen und mit Ihrer hohen Sehbeteiligung das Fernsehen ganz einfach gezwungen, Klimbim wieder aufzulegen. Vielen Dank also. Und vergessen wir die Kritiker nicht. Sie haben uns zwar mit Ihren Schreibmaschinen nicht immer sanft behandelt, aber per Saldo haben Sie uns trotzdem wieder ins Programm reingeschrieben. Vielen Dank also. Ja, und wenn wir schon von und mit unseren Kritikern reden, dann wollen wir hier gleich versprechen, dass wir heute Abend und in den kommenden 5 Sendungen alles viel besser machen wollen als bisher. Versprechen Nummer 1, keine Karlauer mehr. Was hast du denn, Horst? Ich habe gerade ein Telegramm bekommen. Meine Frau ist heute gestorben. Oh, das tut mir aber wirklich leid. Was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Kopf hoch. Irgendwann findest du schon wieder ein nettes Mädchen. Irgendwann? Du bist gut. Aber was mache ich heute Abend? Also diese Karlauer wird es bei Klimbim nie mehr geben. Versprechen Nummer 2, keine dummen Sprüche mehr. Und der Haifisch hat Migräne. Doch der Tierarzt merkt es nicht, denn er schiebt es auf die Zähne oder auf das Pilzgericht. Versprechen Nummer 3, das verspricht Ihnen nun unser Regisseur höchstpersönlich. Keine Torten mehr ins Gesicht. Ich bin der Regieassistent. Guten Abend. Er war der Regieassistent. Guten Abend. Also keine Torten mehr, keine Karlauer mehr und auch keine dummen Sprüche mehr. Das wird ja herrlich langweilig. Ja, aber für gehobene Ansprüche, für Leute mit Niveau, Klimbim mit Niveau. So ein Unsinn. Wer Niveau hat, braucht keins mehr. Der hat's ja schon. Der Mensch mit Niveau braucht kein Niveau. Der braucht Klimbim. Richtig. Und darum lassen wir alles beim Alten. Karlauer Torten und dumme Sprüche. Und wünschen Ihnen wie immer an dieser Stelle einen recht schönen. Na, was wohl? Guten Abend. Klimbim macht heute Premiere. Klimbim macht wieder auf. Klimbim gibt sich die Ehre. Und auch mal wieder laufen. Klimbim ist unser Leben. Und ist es mal nicht wahr? Dann mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar. Sie mich nicht grüßen? Will schon. Ich weiß bloß nicht von wem. Thank you.
Und jetzt noch eine Warnung der Polizei. Ein raffinierter Trickdieb agiert im Raum Köln. Vor den Augen der Bevölkerung bestiehlt er selbst die aufmerksamsten Bürger. Wie die Polizei mitteilt, ist es sogar schon vorgekommen, dass der Dieb einigen Leuten wichtige Dinge unter der Nase weggeschnappt hat. Und nun das Wetter. Hinlegen! Aufstehen! Hinlegen! Aufstehen! Hinlegen! Aufstehen! Hinlegen! Sie! Wenn Sie mich weiter so schikanieren, dann kaufe ich mir eine Kanone und mache mich selbstständig! Gnädige Frau, böse Zungen behaupten, Sie hätten Ihre Filmkarriere nur Ihrem Busen zu verdanken. Ach, da kann ich ja nur lachen. So, das war ein komplizierter Bruch, aber nun ist der Arm ja in Gips und bald ist wieder alles in Ordnung. Danke, Herr Oberstabsarzt. Aber aufpassen! Arm ruhig halten und keine Bewegung mehr. 3 Monate lang, verstanden? Zu Befehl, Herr Oberstabsarzt. Wissen Sie eigentlich, wie sehr Sie von Ihren Kolleginnen beneidet werden? Naja, die haben halt nicht zu lachen. Wie meinst du? Ja, wie meinst du denn das? Mit Fleiß und Mühe kriegt Hühneraugen für die Brühe. So, dann wollen wir mal. Können Sie das lesen? Nein. Können Sie das lesen? Nein. Können Sie das lesen? Nein. Moment mal, können Sie überhaupt lesen? Nein. Wozu wollen Sie dann, dass ich Ihnen eine Lesebrille verschreibe? Weil ich denke, dass ich damit lesen kann. Und nun die Talkshow. Und wenn Sie nun... Sie gefallen mir. Sie gefallen mir sehr. Ja, bitte. Junge, da kann ich Sie beruhigen. Nein, nichts. Ich bedauere nichts. Interessant. Das muss ich jetzt auch abnehmen, hör mal zu. Ja, aber das wäre noch schöner, wenn man nicht über einen Politiker lachen könnte. Die Zeit ist vorbei, ja. Meine Damen und Herren, die Klimbim-Talkshow. Sie wissen es alle, aus jedem Fernsehgerät tönt es heraus, die Talkshow ist die große Mode. Je später der Abend, 8:45, Feierabend, überall wird getalkt. Und so kommt Klimbim natürlich auch nicht um seine eigene Talkshow herum. Denn Klimbim hat es sich zur Pflicht gemacht, ihren Pulsschlag, meine Damen und Herren, stets und aktuell mit dem Nabel der Welt live zu verbinden. Wir sind überglücklich, dass wir Ihnen heute Abend in unserer ersten Talkshow als ersten Talkgast den Mann präsentieren können, der die deutsche Talkshow geprägt hat und ohne den die Talkshow in Deutschland nicht diesen Glanz des Sensationellen und des Außergewöhnlichen bekommen hätte. Meine Damen und Herrn Dietmar Schönherr. Guten Abend, Dietmar Schönherr. Wir freuen uns, bitte nehmen Sie Platz, dass Sie heute zu uns in die Klimbim-Talkshow gekommen sind. Dietmar, gleich zu Beginn die erste knallharte Frage. Sie haben nur einen Vornamen. Sind Sie evangelisch? Dietmar, Sie tragen gerne groß gemusterte Krawatten. Bekommen Sie die von Ihrer Frau? Ja? Zu Weihnachten. Apropos Frau Dietmar Schöner, Sie sind mit Vivi Bach verheiratet. Und an den Scheidungsgerüchten ist nichts dran. Ich habe das Zitat eines Ihrer Lehrer. Es war in der 3. Volksschulklasse und dieser Lehrer hat Sie gefragt, Schönherr, nenn mir einen Nebenfluss der Elbe.
Ist das Zitat bis dahin richtig? Ja. Und daraufhin haben Sie diese klassische Antwort gegeben: Ich weiß keinen. Ja, das ist ungezeichnet genug. Dietmar Schönherr, Sie wollen ein Buch schreiben? Sie haben ein Buch geschrieben. Also Sie tragen sich mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben. Da können Sie uns wenigstens den Verleger nennen. Da ist es ein kleines Buch, ein dickes. Ein kleines, dickes Buch. Und über den Preis wollen Sie auch noch nichts sagen. Nun sagt man von Ihnen, Sie haben damals pro Talkshow 100.000 Mark bekommen. Ist das wahr? Also, das ist nicht wahr. Es war mehr. Dietmar Schönherr, Sie sind gewissermaßen der Urvater der deutschen Talkshow. Was halten Sie von den jetzigen Talkshows? Finden Sie sie nicht politisch genug? Nicht gesellschaftskritisch genug? Ja, würden Sie sich vorstellen, dass Sie komischer sein? Vielen Dank, Dietmar Schönherr. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns waren. Bitte? Sie wollten noch etwas sagen, dem Publikum irgendeinen Denkanstoß geben, aber bitte benutzen Sie die Gelegenheit. Ja, das war's dann mit dir. Vielen Dank. Vielen Dank, Dietmar Schönherr. Vielen Dank. Der Juni schön und heiter, treib ich's auf der Hühnerleiter. Ist der Juni kühl und nass, macht es auch im Zimmer Spaß. Des Menschen Pille ist sein Himmelreich. Zu Hause. Jetzt brauche ich erstmal einen kräftigen Schluck. Aber Opa, wir haben doch noch gar nichts im Haus. Verdammt, du hast recht. Aber es geschehen noch Zeichen und Wunder. Seht euch das an. Wo einem so viel Schönes wird beschert, das ist schon einen kleinen Vollrausch wert. Hilfe! In meinem Bett liegt ein fremder Mann. Wegen sowas hast du doch auch nie um Hilfe geschrien. Es wäre das erste Mal, dass ich heimkomme und in deinem Bett liegt kein fremder Mann. So viele Gegner habe ich in drei Kriegen nicht niedergestreckt wie du Männer. Aber den Kampf bring ich um. Ganze Eskadron aus! Und solltet ihr schreien zur nachtschlafenden Zeit? Was heißt denn hier nachtschlafende Zeit, Sie Penner? Ein anständiger Soldat hat um diese Zeit mindestens eine Schlacht geschlagen. Ich bin kein anständiger Soldat. Das sieht man. Ein Glück, noch so ein Haudegen wie dich im Haus könnte ich nicht ertragen. Hallo. Was heißt im Haus? Willst du diesen Querschläger vielleicht hier behalten? Was tun Sie überhaupt hier, Sie Heringsbändiger? Ich wohne hier, Sie Zitronenfalter. Sie wohnen hier, Sie Kameltreiber? Er wohnt hier, der Hurengender? Ja, er wohnt hier. Jetzt, wo Josef im Weltraum geblieben ist, fehlt sowieso ein Mann im Haus. Solange ich da bin, fehlt in diesem Haus kein Mann. Verstanden? Wieso wohnen Sie hier? Ich habe diese Wohnung besetzt. Die Mieter waren mit unbekanntem Ziel verschwunden, also wohne ich jetzt hier. Jetzt sind die Mieter aber mit bekanntem Ziel wieder da, Sie Chorknabe, also raus mit Ihnen. Ich denke gar nicht daran, Sie Kreuzotter. Wir hatten die ganze Zeit die Miete bezahlt. Sie vielleicht, so sehen Sie aus. Von was denn? Jawohl, wovon leben Sie überhaupt, Sie Hundefänger? Von Luft und Liebe. Was Sie von Beruf sind, will ich wissen. Raten Sie mal. Raten Sie mal? Ich rate mal. Sind Sie mit der Herstellung oder Verteilung einer Ware beschäftigt? Nein. Sind Sie, Erst kriege ich von Ihnen 5 Mark. Na her mit dem Heiermann. Sie Gauner. Sehen Sie, Depp bin ich und davon lebe ich. Das ist ein Mann, was?
In dem steckt mehr Tatendrang als in meinen beiden Verflossenen zusammen. So, jetzt aber raus mit Ihnen. Wenn Sie jetzt nicht verschwinden, Sie Brillbohrer, lasse ich Sie auswerfen wegen Hausfriedensbruch. Wer bricht denn hier den Hausfrieden, Sie Schnapsnase? Na, Sie Landratte. Quatsch, Sie Weinpanscher. Wissen Sie, wie Sie aussehen? Wie ein gebrauchter Pfannkuchen. Und Sie wie ein zu heiß gebadeter Senkfuß. Jetzt reicht's aber, Sie magenkranke Schildkröte. Ich denke gar nicht daran, Sie abgetakelter Schellenbaum. Sie Rimmelnatter. Sie Beutelratter. Sie Geigerzähler. Sie Rauchverzehrer. Sie können von mir aus hier bleiben. Mit Ihnen kann man sich wenigstens unterhalten. Hurra, hurra! Ich heiße Jolante, aber Sie können ruhig mein kleines Scheißerchen zu mir sagen. Erst soll der Korinthengacker mal sagen, wie er heißt. Ja, wie heißen Sie überhaupt, Sie Schwarzhörer? Mein Name ist Scheußlich. Das macht doch nichts, sagen Sie ihn trotzdem. Wir sind allerhand gewöhnt. Ich heiße Scheußlich. Adelhard von Scheußlich. Adelig ist er auch noch. Wer ist denn auf die Idee gekommen, Sie zu adeln? Na, ich natürlich. Das sieht Ihnen ähnlich, Sie Purpurschnecke. Wer ist denn der alte Knacker überhaupt? Das ist der zweite Vater meines ersten Mannes. Und das hier ist mein Töchterlein Gabriele, genannt Horror-Gabi. Und das ist Charlie, mein Verlobter, der weiß so gut orgelt wie Sie. Okay. Ich hoffe, wir werden uns gut vertragen. Das hoffe ich auch. Was soll denn das? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ja, und ziehen Sie sich gefälligst mal was an, Sie Kindsverderber. Sie sind hier in einem einstelligen Haus. Ich geh ja schon. Hör auf, Hein, dann zeige ich Ihnen gleich mal meine Briefmarkensammlung. Du bleibst hier. Bedenke, dass dein Mann um die Erde kreist und alles sieht. Meinst du? Aber gewiss doch. Weh! Wird Papi aber glücklich sein, wenn er sieht, dass du nicht mehr um ihn trauerst. Wenn ich ihm Hörner aufsetze, wird er vielleicht ein neues Sternzeichen. Ein Hirsch! Was zum Teufel macht denn dieses Mondkalb in der Küche? Das ist kein Kalb, Sie Pferdedieb, das ist ein Hund. Genauer gesagt, das ist Heinrich, mein Hund. Ui, ist der süß! Ja, um Gottes Willen, noch ein Untermieter? Dem wird sofort gekündigt. Ziehen Sie sofort aus, Sie degenerierte Kreatur, Sie. Nein, den behalten wir. Den Onkel schmeißen wir raus. Umgekehrt, Adola von Scheußlich bleibt, sein scheußlicher Hund geht. Einen Scheußlich brauchen wir in dieser Familie. Keinen Scheußlich brauchen wir in dieser Familie. Und wenn Sie nochmal mit Ihrer zweirädrigen Einheit durch unsere gute Stube radeln, dann lasse ich Sie standrechtlich erschießen, Sie abgetakelter Kriegsgewinnler, Sie. Dann wird Ihnen Heinrich die Rübe abbeißen, Sie Militaristenkarikatur. So, und jetzt gehen wir Gassi. Komm, Heinrich. Na, komm. Los, Heinrich, ab Gassi, los, Blitz. Hoffentlich sehen wir dieses Blutgruppengesindel nie wieder. Doch, Heinrich muss wiederkommen. Ich will Heinrich haben. Und ich will Adola haben. Oh, mit dem werde ich noch viel Freude haben. Und er mit dir die Hölle. Glaubst du, dass Mutti diese Promenadenmischung heiraten will? Heiraten? Den will ich doch nicht heiraten. Den will ich behalten. Wem Gott ein Amt gibt, dem nimmt er dafür den Verstand. Beim Rupfen wird der Bauer froh, dann sieht er mal einen Hühnerpo. Was machen Sie, wenn Ihre Filme keine Lacherfolge mehr sind? Dann probiere ich mal was Tragisches. Was kann der Siegesmund dafür, dass heute Föhn ist? Nach diesem Auftritt hab ich Ruhe, dann komm ich in die Tiefkühltruhe. Ich habe Sie für den Spähtrupp eingeteilt. Spähtrupp kann ich nicht, Herr Feldwebel. Ich bin kurzsichtig. Das kann jeder sagen. Aber ich kann's beweisen. Sehen Sie die Fliege dort an der Wand? Ja, natürlich. Na, sehen Sie? Ich sehe sie nicht. Ha ha ha!
los, Blondie? Du siehst ja aus, als hättest du deinen letzten Freund verloren. Ach, es ist zum Verrücktwerden. Was denn? Mein verdammtes Pech. Vor 2 Wochen starb meine Tante Regina und hinterließ mir 50.000 Mark. Was ist da so furchtbar? Was ist da so furchtbar? Letzte Woche starb mein Onkel Rüdiger und hinterließ mir 75.000 Mark. Und sowas nennst du Pech? Ja, diese Woche nichts. Warum bist du gestorben? Warum ist wer gestorben? Deine Frau? Nein. Deine Schwester? Nein. Warum bist du gestorben? Ja, nun sag doch endlich, wer ist denn nun gestorben? Der erste Mann meiner Frau. Ist Mitternacht im Klimbim-Spukschloss. Willkommen zur Geisterstunde. Heute präsentieren wir Ihnen den genialen Forscher und Konstrukteur Frank N. Stein. Franziska N. Stein, ich hab's. Sei still und putz dir die Schraube. Schau, Mutter, ich hab's. Eine Maschine, um den Plexus abzuschrauben, ohne sich dabei den Nexus ölig zu machen. Frühreifes Schweinchen. Ah, guten Tag, ihr Triebe. Ja, wen sehe ich denn da? Frank N. Stein Junior. Ich denke, du bist beim TÜV. Erst morgen, Frank N. Stein Senior, muss hier erst eine neue Kreislaufmaschine reinschweißen. Die beim TÜV haben gesagt, die üblichen Herzpumpen seien den Stresssituationen nicht gewachsen. Was sind Herzpumpen? HERZ, Hochdruckenergieregulierungszentralpumpen, kurz Herzpumpen genannt. Lieber GE-Triebe, gut, dass Sie kommen. Frank Enstein Senior wartet schon auf Sie. Sie werden aber auch immer hübscher, Franziska Enstein. Das machen die ständigen Inspektionen. Frank Enstein hat mich gestern Abend general überholt. Er hat mir den 10.000-Meilen-Service gemacht. Hoffentlich hat er dabei nicht wieder an meinem Apparat rumgefuscht. Nein, an mein Getriebe lasse ich ihn nicht heran. Das lasse ich mir nur von Ihnen inspizieren. Ist es in Ordnung? Wir müssen dringend Ölwechsel machen. Der Rückwärtsgang klemmt und überhaupt habe ich große Schwierigkeiten mit meiner Verschraubung. Na, dann legen Sie sich mal auf die Werkbank, damit wir Ihre Schraube wieder ein bisschen nachziehen können. Nicht? Gute Idee, GE-Triebe. Bei Franziska N. Stein sind schon seit Wochen die Schrauben locker. Das kann zu Unfällen führen. Keine Angst, ich pass schon auf. Nimm die Finger aus der Mutter und verschwinde. GE-Triebe will mich abschmieren. Alte Schreckschraube. So, diesmal klappt es. Das wird eine Sensation. Ich weiß es, ich spüre es. Jetzt setze ich das Ganze unter Strom. Elektrischen Schock. Und dann ist es vollbracht. Fantastisch. So, 1 und 2. Nichts ist so erregend wie der Schöpfungsakt. Schöpfungsakt. Es ist gelungen. Ich hab's geschafft. Ich hab einen nachgemacht. Was hab ich da gemacht? Was hab ich da lassen? Richtig, ich hab einen Mensch gemacht. Einen Mensch. Du bist ein Mensch. Mensch? Ach, was wird sich meine Frau freuen? Komm, ich muss dich meiner Frau zeigen. Nein, diese Freude. Diese Freude. Freude. So, komm. Ja, ganz langsam. Ja, schön. Schaut mal, was ich da gemacht habe. Es ist ein Mensch. Ein Mensch? Ein Mensch?
ein Mensch? Warum sieht er denn so scheußlich aus? Ich habe sowas noch nie gesehen. Kein Wunder, ich habe ihn auch eben erst erfunden. Erfunden? Ich habe ihn für dich gemacht. Ich finde, er sieht ekelhaft aus. Warum hat er so viel Fleisch dran? Meine Liebe, die Knochenstruktur ist das Einzige, was zählt. Es ist eine gelungene Spezies. Halten Sie es nicht für eine Verschwendung, von guter Haut ihm diese Dinge zu geben? Nun, das kann man immer noch umbauen. Umbauen? Sehen Sie nun, GE-Triebe, dass Ihr Dreigang-Schaltgetriebe gar nicht zu dem Motor passt. Der Mensch bewegt sich ja fürchterlich. Ich wollte ja von Anfang an, dass Sie einen Fünfgang einbauen. Aber das war Ihnen ja zu teuer, Frankenstein. Fünfgang reicht auch nicht aus. Dann schlage ich ein stufenloses Getriebe vor. Automatik, gegen Aufpreis natürlich. Aber dann bewegt sich der Mensch wie ein Monster. Dann bewegt sich der Mensch wie ein Monster. Schluss jetzt mit der Fachsimpelei, jetzt wird gefeiert. Kommt rüber in die Tankstelle, wir trinken ein Gläschen. Gute Idee, gehen wir. Ja, das muss gefeiert werden. Vielleicht sollte ich dir hier mal alles zeigen. Alles zeigen? Ich, Frankenstein Junior. Ich, Mensch. Ich weiß, und es macht mir auch nichts aus, dass du so scheußlich aussiehst. Scheußlich? Schraub mich, Baby. Schraub mich, Baby. Hier arbeitet Frankenstein Senior. Er ist unser Konstrukteur, aber das weißt du ja. Ach, ich möchte auch mal einen Menschen machen. Einen Menschen machen? Aber wie? Er muss es doch irgendwo aufgeschrieben haben. Ich weiß, wie man Menschen macht. Du weißt es wie? Aber das macht ja einen Mordskrach. Komm. Aber das ist ja so unbequem, so höllisch unbequem. Aber es ist schön, wunderschön. Ist das immer so anstrengend? Nein, schön, wunderschön. Nein, lass uns aufhören, es macht mir keinen Spaß. Nein, es ist schön, wunderschön. Gott, mein Spezialschlüssel. Mein bestes Stück. Junior, was machst du da? Ich wollte einen Menschen machen, aber es macht mir keinen Spaß. Aber wir müssen Menschen machen, Junior. Dieser Prototyp ist noch nicht ganz gelungen, aber ich bin sicher, dass wir ihn verbessern und damit ein großes Geschäft machen können. Die Welt braucht Menschen, genau wie ein Acker Mist braucht. Ich bin auch nicht dagegen, dass wir Menschen machen, Frankenstein Senior. Aber die Herstellungsmethode sollten wir dringend verbessern. Da sollten wir uns wirklich was Neues einfallen lassen. Yeah.
ist unser Leben. Gib dem hat Montag zu. Gib dem schmeckt nach Vanille und spielt gern den Hegu. Gib dem ist unser Leben. Und ist es mal nicht wahr? Dann mach ich mir einen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Das war die Premiere unserer dritten Serie und unsere 13. Sendung zugleich. Heute in 3 Wochen, am 2. März, machen wir wieder Klimbim und laden Sie herzlich dazu ein. Bis dann also. Auf Wiedersehen. 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 Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er nicht im Wahlkampf spricht. Dummheit und Stolz sind auch nicht aus Holz. Also was soll's? Wenn einer eine Reise tut, ein anderer bei der Gattin ruht. Dieses war mein erster Scheich, doch der zweite folgt sogleich. Der Gott, der Meisen wachsen ließ, der macht da auch die Spechte. Großer Busen, kein Verstand, da kommt man leicht durchs ganze Land. Nein, das heißt anders. Großer Busen, kein Verstand, da gehst du leicht von Hand zu Hand. Man muss die Gäste feuern, wenn sie lallen. Spiegelei, Spiegelei in der Pfanne, wer ist die Schönste, ich oder Marianne? Was denkst du, wenn du vergewaltigt wirst? Schreien oder nicht schreien, das ist hier die Frage. Mein Jungen, lassen Sie nicht studieren wegen dem Numerus Clausus. Was heißt denn das eigentlich? Keine Ahnung, aber der Lümmel wird schon wissen. Wozu hat er schließlich 9 Jahre Latein gelernt? Ich sehe neuerdings auf dem rechten Auge so schlecht. Das kommt vom Alter. Meinst du, dass mein rechtes Auge älter ist als das linke? Ich war bis zu meinem 8. Lebensjahr blind. Und wodurch hat sich das geändert? Dann kriegte ich meinen ersten Haarschnitt. Schluss jetzt. Dam, da, 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 da. Klimbim. Also los, nochmal. Und schneller. Anlegen. Durchladen. Zielen. Schießen. Andere Sender, andere Sitten.